So, weiter geht's mit Folge 10 von Minecraft. Ich will jetzt nur noch raus und einlagern. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell ich hier rausfinde. Weil dann will ich wieder mit Kimiko aufnehmen. Scheiße, das sieht alles gleich aus. Nee, das ist gar nicht der Ausgang. Spinnennetz. Spinnennetz. Hoppala. Da jetzt bin ich rein plumpsen. Aber ich bin auf dem richtigen Wege, also klar. Gibt auch nur einen Ausgang. Ich habe keine Übersperrung überschritten. Ich muss ein bisschen lauter reden. Ich habe ein bisschen gemurmelt in den letzten Folgen. Klar, ich hatte aber auch Panik wie Sau. Da lang. Ach, verdammt. Hier ist es nicht. Was hier irgendwo? Oh, Gold. Cool, ich habe Golden Redstone, jetzt kann ich mir eine Uhr bauen. Wenn ich hier lebend rauskomme, heißt das. Verdammt, Sackgasse. Ich habe am Anfang die Schienen nicht abgebaut, vielleicht kann ich mich daran orientieren. Interessant ist ja, aber so ein Holzklos in der Gegend rumhängt. Oh Gott, sogar das hängt. Das ist ja sehr interessant, an einem Spinnennetz fest. Verdammt. Spinnennetz. Ich bin 40 Blöcke weit unten, ich kann mich nicht hochbauen, ich würde definitiv sterben. Ich immer mal sauber im Kreis laufe, oder? Jupp. Ich bin so ein Affe, wieso hab ich das gemacht? Jetzt bin ich hier nicht mehr raus. Ich selbst ins Grab gebracht. Verdammt, ich werde hier niemals rausfinden. Ich bin des Todes. Beruhig dich. Ah, danke, das habe ich gebraucht. Gut. Aber das hier war der äußerste Punkt überhaupt. Ich muss gleich wieder das Loch in der Wand kommen. Oder nicht? Solange ich nicht tot bin, kann ich auch rausfinden. Da sind die Schienen weg. Da sind sogar noch Zweier Erde. Da war ich definitiv nicht lang. Meine Kiste. Oh Gott, ich hab's gefunden. Heilige Scheiße. Ich muss diesen kompletten Dungeon einfach ausheben. Ich werde den komplett abreißen. Alle Wege, alle Hölzer, alle Steine. Ich werde einfach alles niederreißen, bis ich wirklich
Ja, den Boss gefunden habe oder was auch immer da unten verbuddelt ist. Oh, Haus, du hast mich wieder. Was macht ihr denn da hinten für eine Monsterparty? Ach, die stehen im Schatten. Schon wieder so ein Benders, ne? Ja, erst Items ablegen, dann die Monster spielen gehen. Gott, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben auf jeden Fall jede Menge Eisen. Nur 16? Echt? Na gut, dann doch nicht jede Menge, aber immerhin. So, zack, haben wir Eisen produziert. Haben wir Gold. So, was können wir alles jetzt einlagern? Wir haben Brot gefunden, das Steak behalte ich. Cauldron, was ist ein Cauldron? Diamanten haben wir zwei. Lapis Lazuli muss ich jetzt mal gucken, was ich da überhaupt machen kann mit. Eisen, Bücher, Gravel, ach Sand. Schienen, jede Menge Schienen, das ist sehr... Ah, damit könnte ich mir eventuell den Weg weisen. Das sind nur 60, aber trotzdem. Die Falltür, okay, ich habe viermal das. Redstone. Ich muss gleich echt mal googeln, wie man sich eine Uhr und alles macht. Hier sind Let's Play und nicht ein Let's tun, das gäbe es kein Google, Mann. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Ja. Das hast du jetzt sehr witzig gefunden, das Spiel, oder? Ich bin jetzt einfach entspannt, Leute. Entschuldigung, dass ich nichts sagen kann, aber ich bin einfach nur entspannt. So, wir müssen ein bisschen planen. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich gehe nochmal auf Holzerkundung. Holzfarmtour. So, dafür will ich mir eine Axt bauen aus Eisen. Zwei Äxte, um genau zu sein. Ich habe kein Holz mehr, um mir eine Axt zu bauen. Alles klar, dann eben nicht. Ich kann kaum glauben, dass ich sowas... Ich bin so neugierig, was da unten ist. So unfassbar neugierig. Das könnt ihr euch im Moment nicht vorstellen. Ich kann es nicht riskieren, da jetzt nochmal runter zu gehen. Erstmal ausstatten. Neue Fackeln, neue Spitzhacken, Äxte, alles, was ich da unten brauche. Was zum Geil ist das hier? Was ist das? Soll das eine Fackel sein oder so? Also so eine Lampe? Ich hab's kaputt gemacht. Ich brauch ganz dringend Holz. Holz. Ich denke, ich brauche auch gleich einen Schnitt. Ich brauche dringend eine Pause, ey. Das hat meinen Nerven echt ein klitzekleines bisschen zugesetzt. Oh Gott. Ach, es wird eh dunkel. Ich liebe dieses Haus. Ich liebe es. Das ist Casa del LTF. Casa del Casa, wollte ich sagen, aber es sagt euch gar nichts. Das ist ein Insider für Chemical Lynx. Ich wollte gerade gucken, ob wir genug Holz haben, um den Steg zu bauen, aber kann ich gar nicht haben. Haben wir nichts, um das Haus auch ein bisschen zu verschönern? Trapdoor. Ich kann da später noch ein Fenster einbauen, aber ansonsten. Nee, aktuell nicht. So, Eisen. Das lässt sich schon mal blicken. 26 Eisenbarren haben wir. 9 Goldbarren. Ich leg mich jetzt hin. Jetzt werde ich ein bisschen Minecraft googeln, meine Hose wechseln und dann warten wir auf Chemical Lynx, damit es weitergehen kann. Bis dann.